bin im Außendienst, ich kann keinen Sport machen, ich kann mich nicht gesund ernähren, ich finde keine Zeit dazu, sitze den ganzen Tag im Auto rum, habe deswegen extrem viel zugenommen, bin extrem unsportlich. Liebe Außendienstler, ihr habt sicherlich nicht einfach, das ist absolut richtig, weil jeden Tag da draußen, 5 Tage die Woche unterwegs auf der Autobahn, im Hotel, im Gasthaus übernachten, ist echt schwierig und wäre nicht meins, weil ich war schon im Außendienst. Ich weiß, wie schwierig das ist. Liegt an mir schon 25 Jahre zurück. Ich kann mich aber sehr gut daran erinnern. Trotzdem eine Möglichkeit gibt, wie du einen Weg findest, auch Sport zu machen. Und zwar, das ist ganz einfach. Ein paar Sportschuhe lassen sich immer einpacken. Es lässt sich immer laufen. Es geht ja auch darum, dass ihr im Verhältnis viel zu viel sitzt. Im Verhältnis, ihr bewegt euch viel zu wenig. Und deswegen ist ja oftmals der Fall, dass ihr natürlich auch unsportlich seid, unfit seid, euch nicht wohlfühlt. Dazu kommt natürlich, dass ihr immer ein eingeschränktes Essverhalten habt, weil ihr nicht zu Hause seid. Ihr müsst natürlich immer auf das zugreifen, was ihr angeboten bekommt. Es sind 2 Faktoren, die sind definitiv nicht einfach. Und wer will, der kann natürlich auch eine Lösung finden. Wer will, der kann. Das kennt ihr schon. Wer will, der kann. Und wer nicht, findet eine Ausrede. Wenn ich wirklich die Schnauze voll habe, wenn du sagst, ich habe die Schnauze voll, ich bin über 50, ich bin jetzt schon jahrelang im Außendienst, ich muss die nächsten 10 Jahre immer noch im Außendienst bleiben, weil es mein Job ist. Ich mache es auch gern. Aber ich möchte definitiv nicht so weitermachen. Mein Blutdruck ist zu hoch, Cholesterinwerte sind zu hoch, ich fühle mich völlig unwohl, ich bin unfit. Der Arzt hat mir die rote Karte gegeben. Warum? Weil ich einfach viel zu viel sitze und im Verhältnis viel zu viel esse und dazu noch viel zu viel Schlechtes esse. Ihr findet eine Möglichkeit, indem ihr jeden Tag Sport betreibt, indem ihr eure Sportschuhe mitnimmt. Ihr müsst hier keinen Marathon laufen, wenn ihr 5 Tage oder 4 Tage in der Woche weg seid. In der Regel ist es oft so, dass im Außendienst der Morgen nicht um 7 anfängt, sondern Business Time zwischen 8 und 9. Dann gibt es eine Möglichkeit, es zum Ritual werden zu lassen, morgens 20 oder vielleicht sogar 30 Minuten früher aufzustehen. Und dann gehen wir raus in die frische Luft. Es muss nicht Joggen sein, es kann ein strammer Marschiergang sein, ein strammer Spaziergang, 30 Minuten stramm laufen. Und ihr habt schon mal 250, vielleicht sogar, wenn es gut läuft, wenn ihr joggen geht, bis zu 300, 350, bis zu 400 Kalorien, wenn ihr wollt, jeden Morgen mal weg. Und nicht vergessen, ihr habt was für eure Fitness getan, für eure Pumpe, für eure Muskulatur. Das wäre Step 1. Step 2 wäre, in vielen Hotels gibt es ein kleines Fitnessstudio, einen kleinen Gymnastikbereich. Einmal. Oder Bodyweight-Übungen, Liegestütze, Plank, Seitstütze, Bauchcrunches, Ausfallschritt, Bulgarien-Ausfallschritt. Sind Bodyweight-Übungen, kann man jederzeit machen, Superman, Rückenübungen auf dem Boden. Oder, ihr habt ja vielleicht von mir schon dieses Tube-Video gesehen mit Gummizügen, kann man mitnehmen, demnächst kommt nochmal ein Video, was man also mitmachen kann, im Hotelzimmer. So, es sind alles Möglichkeiten, die hätte man, die kann man nutzen. Jetzt gibt es natürlich 2 Möglichkeiten. Entweder, ich finde mich damit ab, mit meinem Zustand, körperlich, was die Fitness anbetrifft, was die Optik, was das Gewicht anbetrifft, sage, okay, mir wurscht. Irgendwann bin ich mal 65, bin in Rente, dann wird es schon irgendwie funktionieren. Braucht dann zwar eine Schachtel Tabletten mit Blutdrucksenkern, mit Cholesterinblockern und so weiter und so fort. Habe mein Leben lang meinen Luxus gearbeitet und dann war es halt so. Ist eine Möglichkeit. Wer das will, kann das gerne machen. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, stopp, ich habe die Schnauze voll. Ich möchte was ändern. Ich möchte nicht so weitermachen. Dann weißt du jetzt, was du tun musst. Laufschuhe mitnehmen, jeden Morgen Ritual draus machen, 20, 25, 30 Minuten laufen zu gehen vor der Business Time. Im Hotel eigenen Fitnessstudio was tun, sich vielleicht bei MacFit anmelden, bei den Fitnessstudios, die super günstig sind, wo es in ganz Deutschland gibt, auch eine Möglichkeit. Jetzt kommt noch dazu, klar, Sport alleine ist nur ein Anteil des Erfolges, den anderen Erfolg holen wir uns in der Küche. Und jetzt, wenn ihr im Hotel übernachtet, könnt ihr jeden Morgen euer Frühstück aussuchen. Ihr müsst keine Croissants essen, ihr müsst kein Weißtoast essen mit Nutella, müsst ihr nicht. Zwingt euch niemand dazu. Ihr könnt auch ein leckeres, gesundes Müsli essen. Mit Magerjoghurt drin zum Beispiel. Mit Frischobst rein, gibt's oft. Ihr könntet auch ein leckeres Omelett essen, euch ein Omelett machen lassen.
bisschen Gemüse rein ins Omelett. Kriegt man auch. Belegt das Vollkornbrot mit magerem Schinken, magerem Käse drauf, Butter runterlassen, weil ihr bewegt euch ja relativ wenig. Also sollte man auch ein bisschen auf die Kalorie achten. Dann ist Mittagessen mit oft schwierig, da gibt es oft Geschäftsessen, aber auch da bin ich ja verantwortlich, was ich esse. Ich muss ja nicht unbedingt die Sahnesoße dazu nehmen. Ich muss ja nicht unbedingt zum Mittagessen noch einen Nachtisch nehmen. Ich muss ja nicht unbedingt Cola, Fanta oder Apfelsaftschorle trinken. Ich esse schönes Gemüse, leckeren Fisch dazu. Stößt mir niemand vor den Kopf. Mit nichts essen stößt mir jemand vor den Kopf. Ans Abendessen ist mir meistens, wenn man außen ist oder wenn man nicht nach Hause fährt, ist mir dann im Hotel. Wie ihr schon hört, findet man definitiv schon auch als Außendienstler die Möglichkeit, sein Lifestyle zu ändern. Wenn ihr wollt, könnt ihr das. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, ganz wichtig, Freunde, over 50. Die Gesundheit ist unbezahlbar. Und wenn die mal flöten geht, was haben wir dann noch im Leben? Nichts mehr. Dann haben wir unser ganzes Leben 25, 30 Jahre gearbeitet. Und was haben wir? Einen gesundheitlichen Totalschaden. Ist das erstrebenswert? Meines Erachtens nicht. Ihr hört es denn das Wort sehr ungern. Aber für mich, wenn man geschäftlich erfolgreich sein will, wenn man privat erfolgreich sein will, mit einer Familie, mit seiner Partnerin, gehört immer ein Stückchen Disziplin dazu. Immer ein Stückchen Disziplin. Ohne Disziplin kommen wir nirgends hin. Wenn wir was verändern wollen, müssen wir halt auch das Wort Disziplin in den Mund nehmen. Da muss man halt mal diszipliniert sein und abends eben nicht zu viel essen und eben nicht noch eine Flasche Wein köpfen und eben nicht noch eine Pizza essen. So einfach ist das. Und hört sich doch so schwierig an. Bis bald. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T zum Thema Deine Fitness, meine Aufgabe.